Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das blühende Leben. Naja, ich bin schon ein bisschen länger wach, aber irgendwie, ja, sind wir noch nicht so kompatibel heute Morgen, hör Schatz. Nein, Achtung. Nein. Ah. Na, also. Katze isst Schokosahne. Ja, ich, wir haben schon gefrühstückt. Ja. Mehr oder minder. Nee, war gut mit Ei und heute richtig schönes Frühstück, weil wir ja einen Gast haben heute. Und ich mache mich jetzt daran, diese Torte zusammen zu basteln. Ich habe ja gestern diese Schokosahne noch gemacht. Die stand jetzt die ganze Nacht im Kühlschrank. Die Sahne ist gekühlt und jetzt wird das aufgeschlagen. Und ja, dann versuche ich das mal hinzubasteln. Hinzubasteln, genau. Also. Und ich werde mir erstmal eine Batterie besorgen. Eine Batterie? Ja. Schon wieder? Ach, der Mann hat einen Batterienverbrauch, ne? Ist weil ja ich immer noch nicht das rote Plus habe. Nicht mein Problem. Vergesse ich mal auszumachen oder ich vergesse anzumachen, das ist so ein Scheiß. Also jetzt habe ich ja den Osmo Pocket bestellt, aber Mikro wird die nächste Investition. Das geht gar nicht. So. Na dann mal los. Batterie kaufen. Bin ich wieder in gewohnter Qualität. So, gut, haben wir das erledigt. Schauen wir mal, wie der Tag weitergeht. Laptop-Time. Haben wir uns nicht hübsch gemacht? Nein, wir waren einfach mal unter der Dusche. So, aber Angie macht jetzt den Tortenaufleger auf ihre wunderbare Torte. Also ich habe es versucht und es sieht tortenmäßig aus. Also ich bin eigentlich ein bisschen stolz drauf, dass ich es so zusammengekriegt habe. Ja, an alle, die backen, sorry. So, und ich habe jetzt diesen Tortenaufleger für meine Tochter drucken lassen. Also es war ihr Wunschmotiv. Und ja, es kommt jetzt eigentlich nur noch oben auf die Schokotorte drauf. Ne? Schauen wir mal. Das ist auch so ein kleines bisschen schieben. Es ist doch gar nicht so schlecht. Ja? Laptop-Runde Teil 2. Angie macht immer noch Gewinnspiele, weil es ist ja Adventszeit und da sind auch die Gewinnspiele groß am Start. Die Adventskalender beginnen jetzt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber alle haben ihren eigenen Adventskalender. Und ich werde es sowieso nicht schaffen. Ich bin gerade mal bei B und ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Aber ich versuche, den Monat richtig viel zu schaffen und ein bisschen was zu gewinnen. Ja, und ich habe gerade den Vlog fertig geschnitten. Es ist so geil, weil ich habe mein Netzteil zu Hause vergessen. Und ich hatte irgendwie, als ich angefangen habe zu schneiden, so ja, paar 20%. Und dann habe ich alles importiert und geschnitten und gemacht und Musik drauf. Und ihr kennt das ja, auf jeden Fall. Ich immer so, oh, ich habe nicht mehr viel. So, und ich habe den letzten Tastendruck gemacht und hatte noch 1% dastehen. Ich hätte es jetzt gerne gezeigt, aber mittlerweile geht der Laptop nicht mehr an. Das heißt, ich habe den Vlog fertig geschnitten mit dem letzten Prozent Akku. Das ist mal Hingabe, oder? Wow. Geburtstagsfeier geht jetzt los. Die Gäste kommen. Hier ist noch volle Hütte, aber ich muss jetzt langsam nach Hause. Es lichtet sich. Ja, aber ich muss jetzt sowieso nach Hause, weil meine Katzen vermissen mich auch. Da will ich auch noch einen Moment bleiben. Und die Jungs muss ich noch abholen und dann geht's ja zum Konzert. Matzen. Ja, aber wie gesagt, erstmal heim. Gut, dann lade ich mal die Jungs ein. Die müssten jetzt eigentlich gleich kommen, ein bisschen mal rückspielen schauen. Ja, die kommen sicher. Ich habe gerade angerufen, sie sollen rauskommen und ihre Eintrittskarten nicht vergessen.
Die beiden sind schon ganz hibbelig. Ich freue mich auch schon. Ganz schön dunkel, aber wir sind angekommen. Jo, Menschen stehen schon vor der Tür. Ich hoffe, wir müssen da nicht lange stehen, weil ich habe natürlich nur T-Shirt an. Ha! Klatschnass geschwitzt, als wäre ich joggen gewesen. Aber es war so geil. Und gerade auch mit meinen Söhnen, wir standen in der ersten Reihe und hatten ja von Anfang bis Ende Spaß wie die Affen. Ja, jetzt müssen wir aber schnell ins Auto, weil wie gesagt klatschnass und es ist saukalt. Aber wir haben natürlich neue T-Shirts. Ja. Mein Gott, bin ich derangiert. Ja, ich habe gerade die Jungs abgesetzt. Jetzt hole ich meinen Rucksack wieder mit ein paar Wechselklamotten. Noch mal kurz Katzen bespaßt. Und ja, jetzt fahre ich wieder zu Angie. Wir haben es mittlerweile 12 Uhr durch. Das heißt, bis ich da bin, 12:30, ja, ist spät. Morgen früh müssen wir relativ zeitig aufstehen, weil wir die Freundin von Angies Tochter zum Bahnhof fahren müssen, zum Flixbus. Und der Bus fährt um 9. Also wirklich zeitig. Naja, gut. Erstmal jetzt wieder zu Angie. Und ich würde sagen, das machen wir. Und da bin ich. Ja, aber es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich sehe immer noch derangiert aus, aber diesmal nicht, weil ich verschwitzt bin, sondern weil ich gerade erstmal schnell unter der Dusche war. Man sagte mir, ich rieche ein bisschen. Minimal vielleicht. Also, so. So. Und naja, jetzt gehe ich halt frisch geduscht ins Bett und ja, die Nacht wird nicht mehr so lange, weil wir haben es mittlerweile 13:30. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass wir morgen früh aufstehen müssen. Ganz prima. Na gut, dann würde ich sagen, ich gehe ins Bett und ich nehme diese Frau, die da drüben sitzt. Haben wir sie gesehen? Nein. Da winkt sie. Die nehme ich mit. So, irgendwas brauche ich zum Kuscheln jetzt. Also, gute Nacht und morgen 18 Uhr bin ich wieder da für euch. Wow, ich bin eine Hure. Ciao.